Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4, immer noch im Versteck des Mechanisten. Und gefährlich nahe an unserem Zielort, hoffentlich. In der letzten Folge waren wir im Versteck und jetzt sind wir immer noch im Versteck und jetzt noch eine Dingens, hallo. Will ich die Ordner mitnehmen, verdammt. Wir haben noch 23 Simpacks, was mir ein bisschen Sorgen macht, aber hoffentlich ist ja die Dungeon bald mal zu Ende. Und wir können endlich hier raus. Das würde mich beruhigen. Von ganzer Seele. Vom ganzen Herzen. Du bist halt. Sich auf negative Gefühle verlassen, um zu überleben. Ja. Und er ist hier schon wieder abgegangen. Oh, sehr geil. Gratis Erfahrungspunkte. Yes! Cool. Yes! So wie in Skyrim. Wo immer so Gefängniszellen aus irgendeinem Grund verschlossen waren. Also wird schon seinen Grund gehabt haben. Weil da war nichts mehr drin oder so. Jemand eigentlich nur da, um geöffnet zu werden. Was in Skyrim vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Weil man bekommt, man levelt auf, wenn man die ganzen Fähigkeiten auflevelt, so wie Störser knacken und so. Geschafft. Und ja, die levelt man auf, indem man genau die Sachen macht, zum Beispiel Störser knackt. Was dann auch kein Grund ist, hier irgendwelche verschlossenen Sachen hier einfach so zu ignorieren. Das wär's. Hier sind noch so viele, ne? Ja, schade. Komm. Wie schön. Warte. Und du bist auch noch voll stark. Natürlich bist du voll stark. Und irgendwie macht das Ding irgendwie nicht deutlich mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Jawohl. Schützen kaputt. Ich habe jetzt einen Moment lang gedacht, er hat Scheiße gesagt. Na, ja, da habe ich nochmal hier auf meine Aufnahme gesehen und nee. Sagen Sie, sind Sie verletzt, Sir? Cool. Ich hab einfach nur so verstanden. Oh Scheiße. So bitte was? Und du bist sowas von auch noch am Leben? Sehe ich doch jetzt schon. Aber jetzt nutzen wir mal unsere Schleichfähigkeit aus, wenn er mich nicht sieht. So, 12-facher Schaden. Was war nun ein wilder Ghoul, aber trotzdem. Ich nehme an, er wäre so oder so tot gewesen, weil 12-facher Schaden ist 12-facher Schaden. Da schon der nächste Ghoul. Ich frage mich, ob der noch am Leben ist. Also im Sinne von Ghoul am Leben. Nicht am Leben, am Leben. Cool. Was? Warum war kein Kritscher? Ich hätte ja auch klauen können, ne? Oh, wer fällt da was ein? Wer hat klappen würde. Okay, Entschuldigung. Boah. Wir sind aus dem Weg. Dog. Warte mal. Ich hab Bock, immer von der Tür hier weggeschoben zu werden. Ich hab keine Lust, immer rumgeschubst zu werden. Geschafft. Und sagt, Mann, was? Warum sieht er mich im letzten Moment noch immer? Ich brauche nicht das Chem-Drown-Schwert, um euch fertig zu machen. Ghoul sind kacke in dem Spiel. Und ich komme mal ein Ghoul-DLC. Säure. Was tue ich in meiner linken Hosentasche rein? Doch, was mich niemand irgendwie so komisch anrempelt aus Versehen. Das
Jetzt habe ich Säure überall auf meinem Körper und Säure geht so schwer aus den Klamotten raus. Erfolgsschlag. Danke. Ja. Meine Güte. So, das Gefühl, mein XP-Balken ist voll hochgegangen. Deswegen. Aber du siehst mich auch wieder im letzten Moment, ne? Das wär's. Du bist tot, okay. Tausendmal Entschuldigung. Ah, Schlösser knacken. Ein ganzer Part voller Öffnen von Schlössern. Mit nix drin. Außer manchmal ein Ghoul. So wie ihn hier. Der ist noch am Glänzen, er lebt noch. Oder? Cool. War schon wieder kein Kritscher, warum nicht? Man nervt mich das. Geschafft. Ein Skyrim einfacher. Obwohl in Skyrim habe ich mal so einen Zauber benutzt, womit ich lautlos durch die Gegend laufen konnte. Da konnte ich relativ gut schleichen. Ich habe Bock auf einen neuen Elder Scrolls Teil. Bethesda, bitte. Wie schön. Da war schon. Da, jetzt war. Was? Jetzt war ein Schleichangriff. Bitte, was? Ja, ich schon, was haben wir gemacht? Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ostepex. Erstmal bei euch hier Ersatzteile. Mich am Leben halten. So, das war jetzt ein Haufen. Wir sind schon wieder 63 entfernt. Meine Güte, das dauert ja immer noch ein ganzes Stückchen hier. Geht nicht. Na. No. Füße. Aber jetzt aber. Sieht ja schon jetzt hier aus wie Final Battle. Was ist das hier? Hallo? Ja, da sind die Leute tot. Tot sind die! Tot! Eine Knappe von Vangule. Okay. Hier sieht aus, als gibt es kein Zurück mehr. Oh Gott. Was? Hä? Ich da irgendwie eine Tür geöffnet oder so? Was? Da ist er, wahrscheinlich. Da konnte ich da durch die Tür. Die sah ein bisschen kaputt aus. Was ist hier schon wieder los? Ah, ist doch aufgegangen jetzt, boah. Okay. Jetzt aber, ne? That music. Das ist die Dekontaminierung, ne? Back.
Stimpack. Danke. Erstmal mit einer Laborstation. Ich kann bestimmt ein paar Stimpacks herstellen. Oh Gott. It's Point Lookout all over again. Oder auch irgendwie so Gehirne geschnitten hat. Sogar aus dem Hauptcharakter. Nur weil man sich so einen komischen Kult angeschlossen hat. Hat man ja früher angeblich wirklich gemacht. Bei Kopfschmerzen oder so. Einfach ein Stück vom Gehirn abgeschnitten. Was sogar angeblich geholfen hat. Aber wieso tut mein Gehirn weh, wenn ich über Gehirn rede? Ich muss jetzt zum dritten Mal bessere Sicherheitsmaßnahmen beantragen. Unsere Fertigung ist sehr gründlich, aber da bleibt immer noch der menschliche Faktor. Das sind kriminelle und labile Persönlichkeiten. Wissenschaftler sind nicht dafür zuständig, dass jedes Testsubjekt ausreichend sediert ist. Mir wurden militärische Hilfe und Sicherheit versprochen, aber wir brauchen mehr. Ich riskiere nicht das Leben meiner Leute. So faszinierend es ist, den menschlichen Geist mit Robotik zu verbinden. Manchmal wünschte ich, ich hätte mit diesem Projekt nichts zu tun. Zum Glück sind nicht alle durchsuchbar, ja. So, wir erstmal mit dem Magazin oder irgendwie sowas. Das ist Stimpacks. Gerade überlegt, macht der Mechanister alles, aber kann er nicht. Die haben ja Robo-Hirne gemacht, also. Na klar, die haben gerne von anderen Leuten genommen, dann. Ich nehme mal an, Tote, Lebende, keine Ahnung. Ich will nicht über Gehirn reden, irgendwie tut man Gehirn dabei selber weh. Ich weiß nicht wieso. Haben wir ja alles erkundet. Nee. Da müssen wir hin. Da haben wir drin, da müssen wir hin. Gut. So, Mechanist, zeig dich mal. Dann wird es ein bisschen lächerlich vor da hinten. Ist ja das fette Ding da hinten, das auf mich zukommt. Quantenrobo hier, ja. Der hält nicht so viel aus anscheinend. Aber trotzdem viel. Eben. Weil du machst mir nicht so viel Schaden, also gut. Du schießt mit Gamma-Sachen um dich. Alter. Machen die mit dem? Was passiert? Hat er gerade auf mich geschossen? Ich kann nichts sehen. 2, 3, 4. Was? Komm, ich erlöse dich. Alter. Oh nein. Nichts mit dir, ne? Du explodierst auf volle Möhre, wenn ich an dir vorbeilaufe. Hey, Robo, ihren Kopf haben wir jetzt. So, wo sind die ganzen Geschütze? Mark 5 natürlich. Warum ist das kein kritischer Treffer? Super.
Oh ne, der hält schon wieder voll auf. Scheiß auf Aufladen. Mein Gott, ehrlich? Oh, geil. Ich krieg grad so oft, dass sie so schnell sind. Oh, krieg einen Stromschlag oder irgend sowas. Hier ist kein guter Ort zum Catchen. Wer ein anderer Let's Player sagen würde. Was habe ich noch hier? Erlöser. Erlöse ihn. Nein, nein, nein. Nein. Warum kann ich mich wieder nicht... Ich werde ihn nie im Leben töten, das ist ein Problem. Mein Gott. Ey, Junge. Oh, geil. Habe ich denn schon wieder einen kritischen Treffer jetzt gehabt? Boah, du kannst wie gerufen jetzt gerade. Vielen Dank. Mysteriöser Fremde rettet meinen Hintern. Sehr gut. Wir haben fast 6 Legs bekommen. So. Da. Boah, immer noch einer. Wer macht mir jetzt zu viel Schaden? Er löst jetzt auf. Was zum Teufel? Nein. Was ist das? Keine Lust mehr. Darf doch einfach nicht wahr sein. Irgendwann ist auch mal genug, Mann. So, haben wir es jetzt. Da kommen noch welche. Will noch jemand aufs Maul? Junge. Sind immer noch welche, ne? Nicht witzig, ja. Da, was sind diese Nageln immer? Oh, das können die irgendwie fallen sein oder so. Okay. Da, gut. Ich habe das Verlangen, da reinzuspringen. Also wir wahrscheinlich nicht funzen, ne? Doch. Sehr gut. Und langsam können wir mal bei Meckernsten ankommen. Also da wartet schon der nächste Viech, was mich ausschalten wird. Und ich habe nicht mehr Munition für das Ding ja gleich. Ja, ich habe ein Passwort. Was willst du? So, das Robo hier, das erwacht jetzt gleich, ne? Auch nicht. Oh nein.
Das Ding war am Leben. Wie soll ich da hinkommen? Sind alle am Leben. Okay. Zu dir ist, ne? Oder auch nicht. Jetzt sollte aber okay, habe ich ein paar Erfahrungspunkte für springen können, aber nö. Das kann sich hätte ihr so einschalten können. Hier ist kein Müll mehr mit. Da sind wir ja vor dem, hoffentlich. Das. Wir sagen, wir sind jetzt endlich hier angekommen. Ich komme mir so vor, als würde ich Tales of Systeria DLC spielen. Einfach nur ein ewig langes Dungeon ist. Voll starken Viechern. Und mir nach einer Zeit auf Nerven gegangen ist. So, ist er endlich jetzt mal hier. Halt, Mr. Täter. Ja, der sieht noch genauso aus. Du bist in mein Allerheiligstes eingedrungen und hast meine Roboter zerstört. Aber hier endet deine Schreckensherrschaft. Moment mal, meine Schreckensherrschaft? Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für alle Mal ein Ende setzen. Oh, ich sehe schon wieder, wie viele Gegner hier sind. Aufgepasst. Kannst du ein paar Sachen von mir schleppen? So viel Zeug, wie der schon mit sich hat, ey. Danke, so gleich. Okay, dann können wir uns den Kampf aber für die nächste Folge aufbewahren. Finde ich eigentlich gut. Gut, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.